Frau Dr. Herberger, Sie haben eine Pilotstudie zur Televisite bei chronischen Wunden in Hamburg durchgeführt. Wie sind Sie vorgegangen? Wir konnten mit der Krankenkasse DRK ein Projekt ins Leben rufen, bei dem wir chronische Wunden im Rahmen eines telemedizinischen Versorgungskonzeptes behandeln konnten und das zunächst mal mit 30 Patienten in einer Pilotphase. Welche Patienten haben Sie speziell einbezogen? Das waren natürlich ausschließlich DRK-Patienten und alles Patienten mit chronischen Wunden und sicherlich aufgrund unserer Situation in einer Universitätsklinik auch viele schwerstkranke Patienten, die ansonsten auch Schwierigkeiten haben, regelmäßig in die Klinik zu kommen, um dort behandelt zu werden, aber auch vor Ort bei den niedergelassenen Fachärzten notwendigerweise regelmäßig vorstellig werden müssten. Und durch dieses Projekt konnten wir dann diese Konsultation vermeiden bzw. auch größere Intervalle ermöglichen. Wie verläuft dann so eine Televisite? Was passiert da eigentlich ganz konkret? Also das Projekt ist so strukturiert, dass am Anfang die Patienten bei uns im Comprehensive Wound Center am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gesehen werden, dort eine strukturierte und eng durchgeführte Diagnostik abläuft und dann die Patienten mit einem Behandlungsplan wieder in die periphere Versorgung zu den Pflegediensten und den niedergelassenen Ärzten gehen und dann wöchentlich mit einem speziellen Handheld Kurzberichte und Fotos an uns gesendet werden, die dort bei uns betrachtet und ausgewertet werden und bei Problemen, die wir dort am Foto erkennen oder auch am Schmerzaufkommen, dann die Beurteilung stattfindet und wir infolgedessen, wenn es nötig ist, Rücksprache halten mit den Patienten oder den Versorgern vor Ort, um dann frühzeitig auf die Probleme einzugehen. Kommunizieren die Patienten selbst mit Ihnen oder funktioniert das dann über den Arzt oder die Pflegedienste? Das ist ganz unterschiedlich. Das richtet sich sehr nach den Ressourcen der Patienten. Es gab einige Patienten, die das ganz alleine machen konnten und mit diesen Handys auch umgehen konnten. Bedenken Sie aber immer, Patienten mit chronischen Wunden sind im Schnitt über 65 Jahre alt. Da ist doch ein gewisser Anteil von Patienten dabei, die mit so einer telemedizinischen Versorgung dann mit dem Handy überfordert sind und die sind dann mit dem Pflegedienst versorgt worden. Die Pflegedienste haben fotografiert oder auch die niedergelassenen Ärzte. Wie ist das Outcome im Vergleich zur Routineversorgung? Ja, die 30 Patienten, was ja zunächst mal nur einen Hinweis gibt, sind in der Tat so behandelt worden, dass es zu einer höheren Rate von Abheilung gekommen ist. In Zahlen im Vergleich zu den Daten aus dem Deutschen Wundregister 63% zu 51%. Und wir konnten eben auch dafür sorgen, dass Komplikationen vermieden wurden, wie beispielsweise stationäre Aufenthalte oder aber wenn sich frühzeitige Hinweise für einen Infekt zeigen, dass wir dann schnell darauf eingehen konnten. Wie erklären Sie sich diesen Vorteil? Ja, der Vorteil liegt letztlich darin, dass die Patienten in einem häuslichen Umfeld natürlich sehr gut betreut werden durch die Pflegedienste, aber durch diese direkte Beurteilung durch die Spezialisten an der Uniklinik ist es natürlich möglich, auf kleinste Schwierigkeiten direkt zu reagieren. Und zwar nicht erst bei der nächsten Konsultation oder wenn der Patient schon so stark leidet, dass er gekommen ist, um das behandeln zu lassen. Das heißt, die Behandlung ist engmaschiger? Absolut, ja. Wenn auch mit weniger Wegen verbunden. Genau, ein doppelter Vorteil. Genau. Wie ist Ihr Fazit? Wünschen Sie sich mehr Teledermatologie? Ich denke, dass dieser Bereich jetzt gerade erst in der Frühphase steckt und dass es sicherlich Bereiche gibt, in denen man das ausbauen kann. Das muss natürlich immer unter Datenschutzbedingungen erfolgen, dass Patienten sich dann nicht irgendwo wiederfinden. Also das muss sehr gut geplant und strukturiert gemacht werden. Und sicherlich gibt es auch viele Bereiche, wo eine Konsultation eines Dermatologen unabdingbar ist, um eine gute Versorgung zu machen. Also letztlich
tatsächlich werden wir sicherlich nicht die gesamte Dermatologie telemedizinisch durchführen können. Aber denken Sie an demografisch schwierigere Bereiche, also Bereiche mit wenig Fachärzten. Dort können wir Patienten sehr helfen, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, eben nicht immer direkt zum Arzt gehen zu müssen. Vielen Dank. Gerne.